Wenn Jana Türke vom City Management durch die Pirnaer Altstadt läuft, gilt ihr Hauptinteresse den herrlich geschmückten Schaufenstern. Rund 140 der 150 Händler, Hoteliers und Gastronomen haben ihre Auslagen in diesem Jahr weihnachtlich dekoriert. Die schönsten sollen nun mit Hilfe eines Schaufensterwettbewerbes ermittelt und honoriert werden. Frau Türke, der Schaufensterwettbewerb findet ja in diesem Jahr schon zum zweiten Mal statt. Warum machen Sie den eigentlich? Wir möchten die Besucher und die Gäste der Innenstadt natürlich auf die schön geschmückten Schaufenster hinweisen. Und wir möchten die Händler, Gastronomen und Dienstleister in der Innenstadt einen kleinen Anreiz geben, sich bei der Gestaltung der weihnachtlichen Schaufenster besonders viel Mühe zu geben. Sie sind ja am ersten Adventswochenende jetzt durch die Gassen gezogen und haben über 140 Händler-Schaufenster, Gastronomen-Schaufenster und so unter die Lupe genommen. Jetzt sind 10 auserkoren worden von einer 5-köpfigen Jury. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Jetzt wird eine Übersicht erstellt über diese 10 Schaufenster, sodass alle Besucher und Interessierten die Möglichkeit haben, sich diese 10 schönsten Schaufenster anzuschauen und dann zu entscheiden, wer hat wirklich das schönste Schaufenster in diesem Jahr. Okay, und wo finde ich jetzt diese Übersicht und wie kann ich dann entscheiden, also wie kann ich meine Stimme abgeben für das Schaufenster, was ich am schönsten finde? Ja, die Übersicht der Schaufenster finden Sie bei uns auf der Homepage vom City Management oder auch auf Facebook. Sie wird dargestellt bei PTV und bei der SZ wird auch eine Seite dargestellt, wo alle Schaufenster zu sehen sind. Dann haben die Leser, Zuschauer und Interessierten die Möglichkeit, über eine Postkarte oder eine E-Mail an City Management mitzuentscheiden, wer das schönste Schaufenster hat. Und wenn ich jetzt entschieden habe, dann kann ich ja wieder was gewinnen, ja? Richtig. Unter allen Einsendungen verlosen wir wieder 4 Unikatspakete. Wichtig ist, die Einsendungen bitte bis zum 4. Advent an uns schicken. Das Eingangsdatum ist wichtig, weil danach die Einsendungen nicht mehr berücksichtigt werden können. Dann wünsche ich allen Gästen von Pirna, allen Pirnern viel Glück und hoffe, dass sie sich rege beteiligen werden an dem Schaufensterwettbewerb. Und das sind sie, die 10 Finalisten, aus denen Sie wählen können.